Herzlich willkommen zu einer Vier-Analyse. Heute mit dabei ist der Mr. FIFA Faker Janja D, Swiss Galas HD und der TM Bloody. Beginnen wir nochmal mit Mr. FIFA Faker 98. Zu Mr. FIFA Faker 98. Beim Zuschauervoting hat er nicht so gut abgeschnitten, nur 18 Punkte von 25 möglichen. Aber gut, es ist eure Entscheidung. Und so sei es denn auch. Zum Edit. Mir hat das Intro sehr gut gefallen, das Score am Anfang und ein paar kleine versteckte Edits waren auch klasse. Aber nun kommen wir zum größten Schwachpunkt. Es ist ein sehr viel zu hoher Kontrast die ganze Zeit auf dem Video vorhanden, der zwar auf den Beat passend ist, aber das ganze Video somit ein bisschen zerstört und das Video auch nicht so ansehnlich macht. Dazu waren noch die Channels unpassend eingeblendet, was natürlich im Video sehr stört und die meisten wahrscheinlich auch dort schon abgeschaltet haben. Deswegen gibt es hier 16 von 20 möglichen Punkten. Nun zu den Skill-Combos. Es gab einige Show-Skills im Gegensatz zu den anderen Runden. Aber am besten fand ich trotzdem die Skill-Combos Chessflick zu Fallrückzieher, Dragback Fake Run Post Rainbow und DNR Elastico Run. Dafür gibt es von mir 14 von 20 möglichen Punkten. Die Qualität. Hier kann ich nur 9 von 10 möglichen Punkten geben, da das Feature von Mr. FIFA Faken 98 eine sehr schlechte Auflösung an den Tag gebracht hat. Mr. FIFA Faken 98 hätte dafür sorgen müssen, dass sein Feature eine gute Quali hat, um die Maximalpunktzahl zu erreichen. Jetzt zu dem anderen Thema, was viele sich gefragt haben. Normalerweise müsste Mr. FIFA Faker 98, weil sein Feature schon mal mit Adi den Comp vor 2 Wochen gemacht hat, wo es vor Wochenende ist, disqualifiziert werden. Aber Mr. FIFA Faken 98 wusste nichts und das hat auch auf Anfrage von Mr. FIFA Faken 98 hat sein Feature auch nicht geäußert, dass er schon das Tor mal verwendet hätte. Aufgrund dessen drücke ich nochmal ein Auge zu, aber ich erwähne es nochmal, sollte es noch einmal im Super Skill Battle vorkommen, dass ein Feature ein Tor irgendwo hochgeladen hat oder sonstiges, ist sofort die Disqualifikation. Das ist die letzte Warnung. Nun zur Ausführung. Es waren einige Showskills dabei und deshalb nur 8 von 10 möglichen Punkten. Die Bonuspunkte. Das Intro hat mir sehr, sehr gut gefallen, ein paar kleine Edits waren auch dabei, die schick waren und die Tore fand ich auch eigentlich nicht wirklich schlecht, also es hat mich sehr gut unterhalten. Nur der übertriebene Kontrastwechsel hat mich sehr, sehr gestört und deshalb gibt es leider nur von mir 11 von 15 möglichen Extrapunkten. Somit hat Mr. FIFA Faker 98 eine Gesamtpunktzahl von 76 Punkten. Jetzt zu Janja D. Er hat beim Zuschauervoting 20 Punkte erreicht. Nicht die Höchstzahl, aber dennoch recht okay. Zum Editing. Leider viel zu wenig vorhanden, aber aufs FIFA Street Game bezogen. Gute Idee, aber leider sehr hässlich umgesetzt, meiner Meinung nach. Man hätte die Leister viel geiler gestalten können. Er hätte sich definitiv einen Editor holen sollen, um mehr Punkte abzugreifen. Und deswegen kurz und knapp gibt es von mir 13 von 20 möglichen Punkten. Zu den Skill-Kombos. Sie waren sehr gut, aber doch zu schnell abgeschlossen. Aber dies gehörte zum Game, um den Gamebreaker zu erreichen. Aber den Gamebreaker fand ich nicht so gut und ich hätte mir einen besseren vorgestellt. Und deshalb gibt es nur 16 von 20 möglichen Punkten. Die Ausführung war eigentlich recht gut und deshalb gibt es 9 von 10 möglichen Punkten. Bei der Qualität gibt es nichts zu meckern. 10 von 10 möglichen Punkten. Die Bonuspunkte. Ich fand richtig geil, das mit dem FIFA Street Game, das so zu gestalten. Aber ich hätte es doch eher durch einen Editor mit dem Edit umsetzen lassen, damit das Ganze noch viel geiler aussieht. Am Ende musste ich sehr, sehr lachen über das Outro. Es hatte wirklich Stil, aber auch irgendwo klasse, aber war einfach nur zum Wegschmeißen. Ich musste sehr lachen und aufgrund dessen gibt es 12 von 15 möglichen Extrapunkten. Und somit hat Janja D eine Gesamtpunktzahl von 80 Punkten und tritt somit im Halbfinale gegen FIFA HD an. So, fangen wir nun an mit dem Battle Swiss Galas HD gegen TM Bloody. Beim Zuschauervoting konnten sie 20 Punkte von euch abstauben. Sehr solide Leistung, aber auch nicht die Höchstpunktzahl. Aber gucken wir mal, wie es weiter verläuft. Zum Edit. Also ich fand einige Sachen ziemlich gut, wie das von Rot auf Grün leuchten, wenn sie einen Gegner ausgeskillt haben. Die Lupe beim Running Waka Waka. Das Analysieren beim Ronaldinho war okay, auch nicht das Beste, aber interessant. Die Real-Life-Szenen waren sehr lustig, fand ich sehr Hammer. Und wo das Bild zersplittert ist, wo der Hammer das Bild zerhauen hat, fand ich auch richtig nice. Was ich nicht so gut fand, waren die Zahlen, die einfach hingeklatscht wurden. Die sahen einfach ideenlos aus, als wenn sie nicht wüssten, was sie machen sollten. Wofür sie für Skills bestimmte Punkte beim Abschluss bekommen haben, aber ohne jeglichen Sinn. Nach dem Rainbow Longshot von Ronaldo sah das verlangsamt nicht wirklich gut aus. Und am Ende der Compilation war das Zoom auf dem Beat auch nicht perfekt. Und deswegen gibt es 16 von 20 möglichen Punkten von mir. Zu den Skill-Kombos. Mir haben wirklich einige Skill-Kombos gut gefallen, wie zum Beispiel der doppelte Seitfallzieher nach einer Ecke, der Scorpion Kick oder der Advanced Rainbow Longshot von Ronaldo nach dem Anschuss. Dafür gibt es 16 von 20 möglichen Punkten von mir. Ausführung. Sie haben am meisten Showskills von allen Teilnehmern im SSB gemacht. Deshalb gibt es auch nur 7 von 10 möglichen Punkten. Qualität. Sie haben sich im Gegensatz zur Qualifikation sehr gesteigert. Es gibt keine Makel. 10 von 10 möglichen Punkten. Bonuspunkte. Diese Compilation anzugucken macht ein richtig geiles Fußballfeeling. Und man bekommt richtig Bock, FIFA zu zocken. Darüber hinaus erinnert sie mich an eine Dual-Compilation, die ich mit ADHD in FIFA 12 absolviert habe.
Ich finde das richtig geil gekommen, deswegen gibt es hier die Maximalpunktzahl 15 von 15 möglichen Punkten und somit hat Swisskillers HD eine Gesamtpunktzahl von 84 Punkten. Nun zu Theon Bloody. Er hat beim Zuschauervoting 21 Punkte abräumen können. Zwar nicht so eine Glanzleistung wie in seiner Qualifikation, das weiß er aber auch selber. Ich denke, da hat er viele Punkte bei euch liegen lassen. Das Edit ist einfach zu wenig in seiner Comp vorhanden. Das Intro mit den Namen fand ich und seinem Feature fand ich richtig geil. Die ausgeschnittenen Spieler waren auch Hammer. Mir gefielen sogar die bunten Streifen, die zwar basic waren, aber auch mal was anderes waren. Und das Hochziehen der Ketten des neuen Bildschirms. Was mir aber nicht gefallen hat, war das Zoom und das bisschen Kontrast. Das war einfach zu basic und fast immer vorhanden. Und deswegen gibt es auch nur 15 von 20 möglichen Punkten. Zu den Skill-Kombos, einer seiner wirklichen Stärken. Was mir sehr gut gefallen hat, ist der Rainbow zum Longshot, ein gewaltiger Seitfallzieher nach einer Ecke, 40 Meter plus Freistoß von Ibrahimovic und ein langer Skillrun mit Running Dragback Fake und Hokus Pokus. Dafür gibt es 18 von 20 möglichen Punkten von mir. Zur Ausführung. In dieser Runde hat TM Bloody ein paar mehr kleine Showskills gemacht als in der letzten, deshalb gibt es 8 von 10 möglichen Punkten. Bei der Qualität gibt es nichts zu meckern. 10 von 10 möglichen Punkten. Die Bonuspunkte. Mir hat die Comp sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß, er kann wirklich viel mehr. Er hat zwar oft Basic-Sachen benutzt, aber dennoch sah die Comp sehr stark aus. Mir hat die Musik richtig gut gefallen. Das Editing hätte nur ein bisschen stärker sein können. Aber trotzdem gibt es hier 13 von 15 möglichen Punkten hier von mir. Somit hat TM Bloody eine Gesamtpunktzahl von 85 Punkten, ist nur ein Punkt vor Swisskillers HD ins Halbfinale eingezogen und ist somit der Halbfinalgegner gegen Dynamic Skillers. Nochmal für alle, es heißt im Halbfinale FIFA HD gegen Yanni HD und TM Bloody gegen Dynamic Skillers. Die Teilnehmer haben Zeit, die Halbfinalrunden bis zum 24.08.2013 in 3 Wochen, heißt es also um 0 Uhr von Samstag auf Sonntag abzugeben. Viel Spaß noch, euer Hamburger Gangster Kevin ist raus und ciao!